Es ist mir eine ganz besondere Freude, euch wieder bei einem Let's Play von World of Tanks begrüßen zu dürfen und dann noch mit einem Tiger 1. Deutscher Stahl in seiner Bestform ist also wieder geboten. Karte ist Himmelsdorf und wir haben ein Begegnungsgefecht. Ja, da sind wir doch mal sehr gespannt, was der HP Engine XD hier so anstellt. Auf jeden Fall ein toller Panzer. Wirklich ein toller Panzer. Ich spiele ihn nach wie vor unglaublich gern. Gerade so im Matchmaking wie hier als Tier 7 Top-Tier zu sein, ist noch umso schöner. Aber selbst auch mit höheren Tiers hat er nicht so Probleme wie manch anderer. Also wer ihn noch nicht gespielt hat, von mir ganz klar die Empfehlung. Holt ihn raus und spielt mit ihm. Jetzt fahre ich hier die ganz normale, klassische Schlachtergasse und ich muss sagen, den Satz, den ich gerade gebildet habe, war nicht so, also wer dabei was denkt, der ist ein Ferkel, sage ich es mal so, wie es ist. So, der HP Engine stellt sich jetzt erstmal in die Schlachtergasse. Kann man machen, sind nicht so viele TDs anwesend und die, die es gibt, sind alle auf dem Hügel. Mal schauen, ob er überhaupt aber Action hier bekommt, weil der KV-1 steht weiter vorne, hat keine Action. Also macht da nichts auf. Von dem her, ja, kann er auf jeden Fall meines Erachtens weiterfahren. Auf dem Hügel ist unglaublich viel an Gegnern. Die werden auf kurze oder lange Zeit da oben den Hügel klar machen. Er ist ja gut bedient und gut beraten, wenn er hier jetzt irgendwas macht. Entweder er fährt rüber Richtung Cap, macht da die drei weg, oder er versucht noch auf den Hügel zu kommen, aber bis er da oben wäre, wäre sein Team schon tot. Also wahrscheinlich hier die sinnvollere Option, die er jetzt wählt. Sind ja auch schöne Ziele. Ein gegnerischer Tiger, ein Churchill ist alles dabei. Da kriegt er auch ein bisschen einen HP-Pool ab. Ah, da ist ein Komet. Auch den kann man doch gerne mal mitnehmen. So. Und hier genau ein bisschen anwinkeln. Ein bisschen schräg stellen. Dann prallt er hier ab. Sieht man ganz gut. Obwohl der Komet eigentlich eine ganz ordentliche Kanone hat. Jetzt prallt aber selber am Komet ab. Und geht hier hinterher. 3:7 aktuell für den Gegner. Also schon ein gewisses... gewisse Aussagekraft, die hier mitkommt. Jetzt kommt der Komet durch. Nimmt ihn aber jetzt raus und jetzt hinterrücks auf den Churchill. Hat der schönes Heck. Den Tiger 1 wäre ein One-Shot, wenn er den erst nimmt. Genau, perfekt. Jetzt schaut der Churchill auf ihn, aber mit dem nächsten Schuss hat er auch den raus. Sucht gar nicht allen, der Junge. Auch okay. Wenn es funktioniert, alles easy. Aber bei... Alter! Dass er den trifft, dem... Der ist gut. Würde ich so nicht aus der Hüfte wahrscheinlich machen. Entweder der ist wirklich so aus der Hüfte schießen sehr gut, oder er weiß einfach noch nicht, dass es eine Einzielfunktion gibt. Auf jeden Fall hat er da drüben jetzt noch eine Arti. Da steht sie. Jetzt bin ich ja gespannt, was er mit der macht. Zielt er jetzt? Ne, Auto-Aim. Hat wohl auch die Mod, dass... mit... Ah, ne... Wäre zumindest mal schon rangezoomt. Hat wohl scheinbar auch die Mod, dass praktisch das Auto-Aim unterstützt, sobald er mit einem Fadenkreuz in die Nähe vom Gegner kommt. Der AMX bewegt sich jetzt hier runter, kommt ihm jetzt hier entgegen. 9:11, aktuell 4 Kills. Hat noch genau 1337 HP. Ganz schön Lead, der Junge. So, jetzt capt sein Team. Oh, KV-1. Hat er gleich mal einen bekommen. Wobei die Position ist hier gar nicht so schön ist, die er jetzt hier einnimmt. Da ist er doch sehr offen. Hat keinerlei Schutz. Und jetzt kriegt er wahrscheinlich einen in die Seite. Nehme ich mal. Jetzt orientiert er sich Richtung sein Team, die gerade capten. Cappen halte ich jetzt übrigens nicht für das Richtige.
So, der T29 hat den dicken Max rausgenommen. Alle anderen sind auch alle One-Shots. Also da hat er hier ein Problem. Da ist der Aal, den er schon eine gegeben hat. Der nimmt jetzt wiederum den KV1 raus. Und er ist jetzt der Letzte. Hat noch 5 Gegner gegen sich. So, jetzt nimmt er den Aal raus. Hat aber leider noch einen bekommen. Der Fahrer war auch... Ja, ich würde mal sagen, hat einen Burnout gehabt. Musste er wiederbeleben. So, jetzt geht er auf den MA hinten drauf. Oh, da ist noch ein Kopf. Nein, doch nicht so. Der war doch. Nimmt jetzt die schön als Deckung. Das ist gut, was er macht. Aber. Nee, so nicht. Wird jetzt auch gleich das Problem haben, dass der andere KV oder die Hellcat kommen werden. Hat er jetzt. Ah, oh, da ist die Hellcat. Nimm die Hellcat, ja genau. Sehr schön, Hellcat raus. So, jetzt den KV. Oh, nicht mal angekratzt. Sehr bitter. Und jetzt hat er den KV hinter sich. Das war zu erwarten. So, jetzt nochmal ein KV heute und der KV von vorne. Das ist jetzt genau das, was nicht hätte passieren dürfen. Jetzt kriegt er noch einen Hit. Jetzt dürfte er ja nicht mehr treffbar sein, genau. Aber der KV könnte ihn jetzt one-shotten, wenn es doof läuft. Prallt ab. Jetzt macht er den Kill. Der MA kommt jetzt aber von vorne, schießt Gott sei Dank nur HE. Aber ich denke mal, das wird er nicht schaffen, leider. 7 Kills hat er gemacht. 3200 Schaden. Jetzt prallt der andere wieder ab. Aber ich würde da mir eine Position suchen, die definitiv schöner ist als die, was er jetzt hier einnimmt. Da jetzt auch drauf zu fahren, ich würde sie kommen lassen, versuchen sie zu ketten, irgendwie sowas. Der KV ist jetzt im Cap. Er macht hier jetzt den aggressiven Move, obwohl er der eigentlich sein sollte, der gejagt wird. Winkelt aber jetzt wieder vernünftig an, also so kann es dann klappen. KV prallt ab. Doch nicht so, nein, so ist schlecht. Ja, schade, hat viele Sachen richtig gemacht, ein paar Sachen schlecht. Ja, da ist er enttäuscht, fuck you, ist natürlich ungern gesehen, aber irgendwo nachvollziehbar, da hätte er für sich mehr erreichen können und ich glaube, das ist ihm bewusst. Trotzdem ein schönes Gameplay vom Tiger 1 mit Abzügen in der B-Note für gewissen Skillmangel, aber er lernt ja noch und von dem her ist es akzeptabel und ein fuck you am Ende des Kampfs, naja, man sollte mit Würde auch verlieren können. Trotzdem hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Euer Alcaramba.